So, wo ist Aela? Nicht da. Cool. Muss ich die zurück zu Jorvaska bringen? Bring das Totem von Hosin in dein Besitz. Hab ich doch gerade eben gemacht. Willst du mich verarschen? Ich hab das doch gerade eben getan. Ich hab das doch dabei. Hä? Willst du... Was? Hä? Ich hab's doch hier. Da, das Totem von Hosine. Wo ist es? Wolfstotem oder so hieß es, ne? Bin ich vorbei. Da, Werwolfstotem. Da habe ich's hier. Wahrscheinlich muss ich mit Aela reden, oder wie? Und Aela ist nicht da. Ich geh schlafen. Ja, großartig. Habt ihr es? Ja. Suchen wir das hier? Das passt absolut auf die Beschreibung des Totems aus Kjors altem Buch. Bringen wir das Ding zur Tiefenschmiede. Ah ja. Der Geist von Skjör begleitet uns auf diesem Auftrag. Ich spüre es. Das bezweifle ich stark. Also gut. Der Geist von Skjör befindet sich in Hosines ewigen Jagdgründen. Kein besonders schönes Schicksal. Dass dich niemand klaut, Frost, das wundert mich. Ich meine, Aussehen in Skyrim ist nicht so wichtig. Man sieht sich meistens sowieso nicht, aber es ist halt Rollenspiel, ne? Bringe das Totem in die Tiefenschmiede. Ich würde jetzt gerne eine Schnellreise nach Weißloch machen, ganz ehrlich. Aber dann fahren wir ja mit dem Karren hin. Cool. Spiel abgekackt auf dem Weg nach Weißlauf. Na gut. Dann bringen wir in der nächsten Aufnahme das Totem nach Weißlauf und dann bringe ich mein ganzes Zeugs von. Wie heißt denn das eigentlich? Das komische Haus in Weißlauf. Breeze Home im Englischen. Wie heißt denn das denn auf Deutsch nochmal? Irgendwas mit B. Briesenheim? Briesenheim? Briesenhaus? Briesenheim, ne? Briesenheim war das, müsste das sein. Ja, von dem Haus eben in die Kiste und dann bauen wir das Haus weiter auf. Wahrscheinlich wird es nicht reichen, ne? Wahrscheinlich würden die Ressourcen da drin nicht reichen. Werden wir aber sehen. Bis dahin. Ciao. Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wir sollen zurückgehen. Moment. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde in Let's Play Skyrim von Let's Play Skyrim. Was heißt hier in Let's Play Skyrim? Wir sind wieder hier kurz vor Windhelm. Das Spiel ist jetzt letztes Mal abgekackt. Ich glaube, auf dem Weg nach Windhelm. Und wir sollen das Totem, das überhaupt nicht aussieht wie ein riesiger Penis. Damit wird er jetzt auch schon abgehakt für diese Aufnahme. Zurück in die Tiefenschmiede in Weißlauf bringen. Das heißt, wir machen uns jetzt mal auf den Weg nach Windhelm. Ich hoffe mal, das Spiel kackt nicht wieder ab. Normalerweise sollte es das nicht. Ich weiß nicht, wieso das in letzter Zeit an Städten immer wieder abstürzt, aber irgendwie ist da in letzter Zeit der Wurm drin. Ich glaube, ich muss nochmal gucken, ob ich vielleicht irgendeine Mod drauf habe, die da was verändert oder das Mod-Reihenfolge nochmal verändert oder irgendwie sowas. Aber jetzt geht's ja. Vielleicht war das auch gar nicht auf dem Weg nach Windhelm, vielleicht war das auf dem Weg nach Weißlauf. So. Wohin soll's gehen? Ich möchte gerne nach Weißlauf. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Ihr seid bestimmt froh, nach Weißlauf zu kommen und diesem Wetter zu entfliehen. Meine Kutsche ist die sicherste. Aber was machen wir in Weißlauf? Wir bringen das Totem zurück in die Tiefenschmiede für Aela. Dann reden wir mit Farkas oder Vilkas oder nochmal Aela gucken. Also, ich glaube, Aela hat noch. Quests für die anderen beiden Totems. Befugelig. Jo. Ah, Khajiit, ihr müsst mal eure Zelte aufstellen. Wird das nix. Und, ja, sonniger Tag. Das war was Neues.
ist mal was komplett anderes. Ein Fass sollten wohl, ja gut, ein paar Schäfchenwolken sind da, aber nichts Großartiges jetzt. Ja, ein paar Schäfchenwolken. Wie ungewöhnlich. Es muss doch hier normalerweise... Komisch. Es muss doch hier normalerweise extrem neblig sein oder es muss regnen oder einen Schneesturm geben. Es kann doch gar nicht angehen, dass es in Skyrim mal gutes Wetter gibt. Wir sollen das Totem, das nicht aussieht wie ein riesiger Penis, zurück in die Tiefenspinne bringen. Das heißt zurück in die Tiefenspinne. Wir sollen es in die Tiefenspinne bringen, damit Aele damit irgendwas machen kann. Und dann muss ich auch noch meine ganzen Baumaterialien, die hätte ich jetzt fast vor die Tore von Weißdorf packen sollen, ich voll Idiot. Gefertigt vom besten Schmied von ganz Himmelsrand. Ja, sehr schön. Wo war ich? Ach ja. Hätte ich mal Frost vor die Tore packen sollen, damit ich nicht so weit laufen muss, wenn ich dann überlastet bin, weil ich muss ja jetzt in dem Häuschen, muss ich dann meine ganzen Baumaterialien nehmen und nach Haus Heljarchen bringen. Naja. Obwohl sich das nicht wirklich lohnt, weil es ist ja wirklich eine beschissene Lage, die das Haus hat. So. Die waren das letzte Mal nicht hier, die Totemsock. Das sieht sowas von aus wie ein Penis, ey. Was machst du jetzt? Frage die Anführer der Gefährten nach Arbeit. Ja. Kann ich ja mal machen. Was machst denn du da? Aela, was machst du? Was, ich bete auch. Totem der Jagd. Was war das? Magie? Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Ich realisiere gerade, dass man das jetzt ausnutzen kann, dass die Gefährten sind. Ne? Das sind ja alles Trainer. Also die ganzen Gefährten sind ja... Also gut. Wo geht's hier eigentlich hin? Ach, da geht's auch Weißlauf raus. Wieso? Jetzt mal, also... Als wir uns in Werwolf verwandelt haben, ne? Als wir uns in Werwolf verwandelt haben, da sind wir doch hier aus der Schmiede raus. Ja, wo ist der Ausgang? Da. In Weißlauf rein. Wenn es hier einen Ausgang nach Himmelsrand gibt, wieso sind wir denn da nicht durch die Höhle nach Himmelsrand raus? Das macht doch viel mehr Sinn. Also... Was? Ja, jetzt sind wir hier bei Weiß. Ach ja, okay. Ja, aber ganz ehrlich, das ist ein toller Fluchttunnel, aber warum. Wo sind wir eigentlich? Ich will jetzt nicht runterspringen. Ah, okay, bei. Beim Hof der Kampfgeborenen. Okay. Da kann man aber nur raus. Warum ist man da nicht als Werwolf hier raus? Huch, da kann man gar nicht. Man kann gar nicht wieder rein. Das ist ja interessant. Man kann gar nicht wieder rein. Ha! Ha, toll. Ey, Farkas, nee, Wilkas. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ich suche nach Arbeit. Das sogenannte Gefängnis in Rifton verliert Gefangene, wie ein Fischernetz Wasser verliert. Das passiert eben, wenn Diebe an der Macht sind. Die Gefangenen gehen einfach raus. Einer ist geflohen. Und ihr werdet diesen Feigling finden. Rifton? Mittlerweile ist es ihnen egal, was mit ihm passiert. Mir ebenfalls. Am besten tötet ihr ihn einfach, damit es schneller geht. Ja, ich kümmere mich drum. Seid vorsichtig. Dieser Mann gilt als gefährlich. Ja, wie gefährlich kann der schon sein? Okay. Verbrecherjagd. Töte den entflohenen Verbrecher. Wo ist der? Bei Weißlauf, bei Rifton irgendwo, ne? Sogar in Rifton selber, das ist ja... Ah ne, um Rifton rum.
Okay. Muss ich das irgendwann machen, wenn ich in Riftton bin? In Riftton bin. Da muss ich ja sowieso noch hin, wegen der Sache mit Mjoll. Wegen der Sache mit dem Mara-Ding und ganz vielen anderen Zeugs. Was ich aber jetzt machen wollte, war mein Haus weiterbauen. So. Was muss ich eigentlich sonst noch machen, hauptquestmäßig? Mal kurz gucken. Ich habe immer noch geguckt, was ich in der Nähe von den Orten machen muss, wo ich gerade bin. Aber was muss ich eigentlich allgemein so machen? Aha. Ach, Azuras Stern könnten wir ja eigentlich machen. Wir sind ja hier ganz in der Nähe. Das ist ja hier hinten. Wir sind ja hier. Da könnte ich kurz hinreiten. Aber davor muss ich mein Inventar outen. Boetia ist, glaube ich, bei Weiß. Nee, bei Winterfest. Nee, bei Windhelm. Ja, da hinten irgendwo. Steht hier ja sogar, Osten von Windhelm. Einsamkeit. Tempel von Mara ist in Riftton, nach Riftton. Gut, das ist die Diebesgilde. Ich weiß nicht, ob ich der Diebesgilde beitrete. Arngeier. Das könnte ich nochmal ausprobieren, ob das funktioniert, aber wahrscheinlich geht das nicht. Ich kaufe Holz für den Bau deines Hauses. Muss ich auch noch machen. Hilf Silveni Nitri aus der Höhle zu entkommen, muss ich auch noch machen. Da habe ich ja tatsächlich über nachgedacht, den Survival-Modus kurz auszumachen, um ausnahmsweise mal Schnellreise zu nutzen, weil das ist ja wirklich bescheuert. Dass die Frau da rumsteht und darauf wartet, dass ich sie nochmal anspreche, obwohl ich ihr ja geholfen habe, zu entfliehen. Das ist ja wirklich blöd. Wer ist Anuriel? Ach, das ist ein Riftton. Matesi, Barnimund. Idgrot ist in Mortal. Ich bin noch am Mortal vorbeigeritten, oder? Nee, bin ich nicht. Ich bin abgebogen. Gibt dich zur Akademie von Winterfeste, Windhelm, Peruite. Ist da hinten irgendwo? Bringe Gesichtsformer in Riftton, Iverstedt. Bringe ein Mammutstoßzein zu Isolde. Isolda. Ich habe keinen, ne? Das muss ich auch noch irgendwann machen. Dem Sam irgendwas reden. Trinken. Hallo? Ihr braucht etwas? Wer bist du, Wilmut? Ich kenne dich nicht. So, jetzt wollen wir erstmal zurück nach Weißlauf gehen, denn ich muss hier meinen Inventar ordnen und ich muss. So, ich fand das nur interessant, den Wagen da. Und ich muss die ganzen Baumaterialien holen. Das wird ein riesiges Geschleppe. Und ich muss mal was essen. Fällt mir gerade so auf. Essen? Apfelkuchen. Gemüsesuppe? Bin satt. Nur ein Wurz. Wächst das wirklich nicht nach? Doch, das wächst nach. Na, die eine Dunmeer hat ja bei. Wo war die da denn eigentlich? Irgendwo im Rift. Hat ja gemeint, Nurnwurz wächst als einziges Kraut im Himmelsrand nicht nach. Das ist ja totaler Quatsch. Natürlich wächst das nach. Ich glaube, das ist gameplay-mechanisch gesehen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Müsste ich nochmal nachgucken. Sag mal, was stöhnt der denn so? Ich habe hier gerade irgendwie einen Soundbug. Der Dovahkiin. Er ist einfach aus der Puste. Kann nicht mehr aufhören zu atmen. Ich glaube, der hat Asthma. So, Frost stellen wir mal hier hin. Ich wollte schon sagen, ich stelle den gleichen Westen vor die Tore, aber der wäre wahrscheinlich auch weggelaufen. Also von dem her ist das egal. Und dann holen wir unser ganzes Zeugs. Ja, toll. Das macht Spaß, ne?
Muss ich ja sagen, vermisse ich auch so ein bisschen das System von Fallout 4 mit den Siedlungen. Wo man dann die Siedlungen miteinander verbinden konnte und dann konnte man im Bausystem auf die ganzen Ressourcen zugreifen, die man so in einer Kiste hatte, beziehungsweise in der Werkbank hatte. Jetzt muss ich die ganzen Sachen jetzt nehmen, in die Kiste tun. Und beziehungsweise ich muss die ganzen Sachen hier rausnehmen, muss dann ins Baumenü gehen, muss meine Sachen bauen und dann kann ich diese ganzen Sachen wieder in die Kiste tun. Und immer wenn ich was bauen will, muss ich die ganzen Sachen aus der Kiste rausnehmen. Ah, das ist immer doof. So, und es ist nicht mal geordnet hier. Es ist einfach nur... Soll ich gleich alles nehmen? Und dann in die Kiste bei... Nee, das ist doof. Nicht gleich alles nehmen, oder? Ich weiß nicht. Soll ich gleich alles nehmen oder soll ich auch Sachen hier lassen? Ich glaube, ich nehme tatsächlich alles mit. Zauberbuch Hellsehen. Flammen. Naja, das kenne ich schon. Feuerrest. Ach ne, ist ein Zaubertrank. Kein Zauberbuch. Ach, egal. Zaubertrank, Krankheit heilen. Was war das nochmal? Weizen und... Ach ne, Vampirstaub und Schlammkram mit Chitin. Ja, ich glaube, ich nehme einfach alles mit. Ach, guck mal, Talmor-Handschuhe und Talmor-Stiefel. Aber ich habe keinen Talmor-Umhang. Den brauche ich noch. Ich nehme einfach alles mit. Ich bin so langsam. Ich könnte ja was kochen, ne? Wenigstens kriege ich keinen Schaden, wenn ich überlastet bin, wie im Fallout 4. Also wenn Survival-Modus in Fallout 4 hatte, dann hat man ja Schaden bekommen und die Beine sind verkrüppelt, wenn man überlastet war. Hier geht ein Glück nur die Ausdauer runter. Was ja wurscht ist, man kann ja sowieso nicht rennen. Ich könnte noch ein paar Sachen einschmelzen. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Meine Schmelze habe ich da hinten ja nicht. Irrsinnigerweise. Ich glaube, ich kann eine bauen, aber ich bin mir nicht sicher. Also, Korundumbarren. Eisenerz. Ich habe die Ebenerzrüstung. Ah ja, die war schlechter, ne? Also noch. Muss nur verbessern, dann ist... Ah, ein gusseiserner Topf. Das ist so schön. So, das Erz. Schmelzen wir alles ein. Silberner Granatring. Ja, komm weg. Zwei Silbererz. Nordpfeile. Zwergenbolzen. Ach, sind die Bolzen. Kein Shot, das sind Bolzen. So, ich bin gerade ein bisschen... Echt nur so wenig Erz habe ich gehabt? Das ist irgendwie peinlich. Naja, gut. Hallo. Wo ist mein Schild? Kann ich die Ebenerzrüstung verbessern? Ja, tatsächlich. Ich mag das nicht, aber der hat einen Rüstungswert von 70. Der hat einen von 68 maximal. Gut, dann kurz neu ausrüsten. Ich meine, ich mag die vom Ästhetischen her nicht, aber was soll ich machen, ne? Was soll man machen? Die ist sogar schlechter. Das kann gleich sein. 142 Rüstung. 142 Rüstung. Die ist gleichwertig. Ha! Wie sieht's denn aus? Also meins ist es echt nicht. Es ist echt... Es ist schöner, geht anders. Da. Tatsächlich besser. Wieso ist die besser? Hat die einen höheren Wärmewert oder... Ja, der Wärmewert ist höher. Der Rüstungswert ist gleich. Das überrascht mich jetzt. Ha. Okay. Aber der Helm ist
Nee, 59. Wenn ich ihn verbessere, dann war 68, ne? Der Helm ist komisch. Okay. Habe ich den Perk fürs Rüstungsset? Nee, ne? Wo wäre das? Schwere Rüstung. Nee, den habe ich nicht. Das wäre... Wer denn das? Hier oben, ne? Passende Garnitur. Genau. Habe ich nicht. Das überrascht mich jetzt, dass die Ebenerzrüstung tatsächlich von Statistiken her nicht besser ist als die gravierte Nordrüstung. Weil ich habe gedacht, die wäre jetzt besser, wenn ich sie hochwertig schmiede. Aber die ist bei 100. Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall auf demselben Wert wie die Ding. Hat sogar weniger Wärmewert, deswegen ist sie für mich schlechter. Müsste ich mal gucken, ob der Helm nicht sogar besser wäre, wenn ich den noch hochwertig mache. Er ist ja hochwertig. Aber ob die zwei Rüstungswerte es wert sind, dass ich eventuell auf Wärme verzichte. Müsste mal gucken. Also ganz ehrlich, ich finde die Ebenerzrüstung wirklich nicht schön. 59. Das ist nicht verbessert. Wärme 29. Auf jeden Fall ist der Wärmewert besser. Müsste ich nochmal gucken, ob ich sie verbessern kann. Besser aussehen tut es auf jeden Fall. Momentan brauche ich es ja nicht. Also den Wärmewert brauche ich momentan. So. Ein bisschen Lavendel noch. Und dann nehmen wir Frost und reiten zurück zum Häuschen. Ist es auch schon Home Sweet Home mit einem verrückten Rentier. So, was müssen wir machen, um es zu bauen? Also was brauche ich alles, um es zu bauen? Das müsste ich mir eigentlich theoretisch alles aufschreiben. Ach, eine Schmelzhütte braucht 2 Eisenbeschläge, 6 Lehm und 4 Bruchsteine. Ich habe weder Eisenbeschläge noch Lehm noch Bruchstein. Das macht ja gar nichts, kann ich ja kurz machen. Also abbauen, das wird dauern. Stall. Stall bringt mir gar nichts momentan. So wie das Tiergehege, das bringt mir auch nichts. Zeichentisch. Jetzt kann ich einen Hauptraum machen und eine Werk und die Werkung natürlich entfernen. Aber ich habe es immer ganz gerne so gemacht, dass ich die Räume einzeln erstmal fertig eingerichtet habe, sodass ich mich nicht zu übernehme. Also jetzt zum Beispiel den Raum fertig einrichten. Oder dieses Hausteil fertig einrichten. Und sobald ich das gemacht habe. Jetzt habe ich keine Nägel und sowas, ne? Scheiße. Sobald ich das gemacht habe, hier ist die Luft warm. Ja, ich brauche Eisenbeschläge. Jetzt muss ich wieder rausgehen. Nur weil es hier keinen Amboss gibt. Ist doch blöd. Wenn ich den Hauptraum machen würde, dann könnte ich einen Amboss bauen. Hinten, glaube ich, beim Kellergang, wenn ich mich recht erinnere. Also ich habe das immer so gemacht, dass ich ein Hausteil fertig gebaut habe und dann das fertig eingerichtet habe und dann habe ich mich an den nächsten Hausteil gemacht, sodass ich mich nicht übernommen habe, sodass ich mal alles erst einrichten konnte. Ich bin falsch. Einrichten konnte und dann... Eisenbeschläge, Baumaterial. So, es wäre jetzt natürlich klüger, wenn ich mir aufschreiben würde, was ich alles brauche, aber... Ja, doch, eigentlich wäre es besser, wenn ich das machen würde. Wenn ich mich recht erinnere, reicht das sogar, um da zu leben, ne? Das reicht ja eigentlich schon. Ich glaube, man kann hier sogar einen Schlafplatz bauen oder so. Ich bin mir nicht 100% sicher. Jetzt machen wir erstmal Licht hier. Ah, schon viel besser. Ein wenig Licht. Man sieht wenigstens was. So, jetzt müsste ich mir theoretisch aufschreiben, was ich alles brauche. Außenbereich. Brauche ich nochmal Eisenbeschläge. Also muss ich nochmal aufschreiben, was ich alles brauche. Ich brauche... Da muss ich kurz hier... Was öffne ich da am besten? Immer OneNote für oder dafür oder einfach nur.
So, ich brauche... Ach nein, das habe ich ja schon. Das kann ich ja noch gleich bauen, ne? So, erstmal alles bauen, was ich bauen kann. Siehst du, man kann hier sogar ein Doppelbett bauen. Ein Eckregal. So, ist doch schon... Ja, gut, ich meine, das ist nichts Besonderes. Aber es ist immerhin schon ein paar Sachen hier drin, ne? Es ist auch immerhin etwas. Also. Okay. Die Liste der Dinge, die ich brauche, sind fertig. Ich habe jetzt hier so ein paar Minuten rumgeschrieben, während er hier die ganze Zeit rumhämmert. Also, wir brauchen 8 Holz, 14 Nägel, 2 Eisenbeschläge, 4 Lederstreifen, 2 Stroh, 1 Scharnier, 1 Glas und 1 Ziegenhorn. Ja. Diese Dinge gilt es jetzt zu beschaffen. Ich glaube, ich habe nicht genug Holz. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viel Holz ich habe. Ah ja, gar nichts, sieht man da. Normalerweise würde das da liegen. Aber das macht hier nichts. Ich glaube, ich habe nämlich die Holzfüller-Axt und da ist gleich eine... Ach nee, da muss ich zu einer Säge gehen und Holz kaufen, ne? Das trifft sich ja eigentlich ganz gut. So, also, erstmal. Jetzt wollte ich sagen, ich lege hier alles ab. Guck mal an, ich habe hier sogar noch mehr Sachen. Also. Baumaterial, denn ich brauche... Muss ich gucken, dass ich die Sachen nicht auch habe, ne? Bevor ich die jetzt baue. Sonst baue ich die doppelt und dann habe ich sie. Ja gut, ich meine, das wäre nicht schlimm, aber das wäre halt Verschwendung. Eisenbarren, aber kein Eisenbeschlag. Oder ist das wieder nicht alphabetisch geordnet? Doch, das ist alphabetisch geordnet diesmal. Ja. Also, ich brauche einen Eisenbeschlag. Oder beziehungsweise ich brauche erstmal Nägel, 14. Ich weiß gar nicht, wie viele ich habe, aber ich baue jetzt mal hier 2. Da brauche ich einen Eisenbeschlag. Ein Scharnier brauche ich auch. Da brauche ich gleich 2 von. Ein Schloss baue ich nicht. Da brauche ich noch Stroh, Glas und ein Ziegenhorn. Ziegenhorn habe ich. So, also erstmal alles hier reintun. Ganz ehrlich, ich glaube, ich baue das Haus tatsächlich offscreen. Also ich sammle die ganzen Sachen, die ich brauche, und dann baue ich das Haus auch offscreen. Ich glaube, das wäre sogar noch besser. Weil dann brauche ich nicht die ganze Zeit gucken, oh, muss ich das machen? Und das dauert ewig. Das dauert Ewigkeiten, dieses komische Haus zu bauen. Also eigentlich müsste ich jetzt sagen, ich baue die Haupthalle. Beziehungsweise ich baue, ich plane die Haupthalle und dann müsste ich gucken, was brauche ich für die Haupthalle und dann muss ich gucken, ne, das ist so Hauptraum. Was brauche ich dafür? Nochmal Eisenbeschläge, Holz, Schloss, 2 Scharniere und 2 Nägel. Und für den ganzen Scheiß, das muss ich mir alles nochmal aufschreiben, ne. Ich werde mir das schon irgendwie merken, ich brauche ganz viel Holz. Bin immer noch überlastet? Ne, ich bin nicht mehr überlastet, oder? Wie viel kann ich? Traglast 567 von 215. Ah ja, ich bin nicht überlastet. Okay. Das waren ja auch nur die sonstigen Sachen. So, hier noch Dämmerbrecher. Düsterklinge ist eine Quest. Ist ein Questgegenstand, kann ich sowieso nicht ablegen. Ebenerzdolch. Was wiegt dann so extrem viel? Ich bin bei 210 von 215. Die Questgegenstände sind es ja nicht, die wiegen ja nichts. Also die... Da steht, sie wiegen was, aber sie wiegen im Grunde nichts. Die wiegen beide 1. Gut, das könnte die Rüstung sein, ne? Die ganze Rüstung und sowas. Aber ich meinte eigentlich der... Das Gewicht wird entfernt, sobald man die Sachen trägt. Könnte mich aber auch irren. Naja. Ich bin erschöpft. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich schlafen gehen. Da ich aber keinen Ort zum Schlafen hier habe,
und ich sowieso noch nach Weißlauf wollte, um Holz zu kaufen, beziehungsweise ich wollte eigentlich noch nach Süden. Denn das machen wir jetzt. Also wir reiten jetzt in Richtung, nicht Weißlauf, Flusswald. Wir reiten jetzt nach Flusswald, beziehungsweise wir reiten dann in Richtung hier Edinaltas Tiefe. Vielleicht wäre das besser, wenn ich dann hier irgendwie durch eine Höhle gehe, anstatt hier irgendwie durch den See, weil ich glaube, hier gibt es gar keinen Übergang. Aber das werde ich dann schon sehen. Wir reiten nach Flusswald, kaufen kurz Holz, beziehungsweise übernachten da, kaufen Holz und dann geht's weiter zum See Elinalta, zu dieser komischen Festung. Der sitzt ja immer noch hier. Der zieht's herum. Und da machen wir dann die Quest für Azura. Jawohl. So. Was mache ich? Kann ich nicht eigentlich bei... Ja, das will ich nicht machen. Ich könnte theoretisch bei Gurudur... Sag Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Gurudur? Weiß ich gar nicht, wie sie hieß. Die hat sich aber viel verändert. Ach, sie sitzt immer noch hier. Was habt ihr immer noch Fragen? Nein, ich habe keine Fragen. Wir haben Zimmer und Essen. Dann wollen wir diesen Hunger doch... Natürlich, für heute gehört das... Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Ich kenn's schon. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Gern. So, musst du ganz kurz was trinken. Irgendwie habe ich eine trockene Kehle, extrem trocken. Essen. So. Ihr wollt mit mir reden? Nach allem, was ihr getan habt? Wie weit habe ich denn getan? Naja. Was zum... Ach, natürlich, es segnet erstmal. Für ein Dorf der Nord. Für ein Dorf der Nord. So, Hund, warte mal. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Ich möchte gerne Holz kaufen. Fleißig am Bauen, wie? Wir können es euch überall hinliefern. Mhm. Kann ich das Holz nicht einfach selber sägen? Kann nicht theoretisch, will ich aber jetzt gerade nicht. Ich nehme 20 Baumstämme. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. So. Bis zum nächsten Mal. Denn das ist zu zeitaufwendig. Ich habe momentan nicht die Zeit, selber da rumzustehen und zu warten, dass das Holz gesägt wird. Und 20 Baumstämme sollten theoretisch auch erstmal reichen. Was ist das denn für ein komisches, abgelegenes Stückchen? Südlicher Bruchbeinpass. Ja, ja. Der interessiert mich weniger. Ja, hier ist Erz, das kann ich theoretisch abbauen.
Bin mir aber nicht mehr sicher, ob ich überhaupt eine Spitzhacke dabei habe. Ich glaube nicht. So, hier irgendwo muss ich hin. Ich weiß nicht genau wo. Und wie man da überhaupt normalerweise hinkommt, außer übers Wasser. Wahrscheinlich nur übers Wasser, ne? Ah, sehe nichts. In Alters Tiefe entdeckt. Wahrscheinlich kommt man tatsächlich nur übers Wasser hin. So, Frost, du bleibst hier stehen. Papa muss da kurz rein. So, auch ganz kurz. Wo ist denn der Kerzenschein? Na, es ist bestimmt wieder dunkel. Ah ne, das geht eigentlich. Okay. Na du, hängst hier ab. Die Wolfskönigin, Buch 3. Nehmen wir mit. Gold, roter Apfel, kann man essen. Tagebuch des Fischers. Es wird immer schwieriger, einen guten Fang zu machen. Wenn wir nicht bald einen guten Ort zum Fischen finden, glaube ich nicht, dass wir den nächsten Winter überleben. Darum fahre ich weiter nach Süden zum Ilinaltasee. Es heißt, er sei verflucht. Die gesamte kaiserliche Festung ist eines Tages einfach im Wasser versunken und es wird gemunkelt, seither spuke es in den Ruinen. Auf meine Nachfrage wurden mir Gespenstergeschichten erzählt. Geschichten von Leuten, die zum See gegangen und niemals zurückgekehrt seien. Das heißt, Gespenster suchten die Gänge der versunkenen Festung heim und stehlen den Müttern ihre kleinen Kinder aus den Wiegen. Weder mit Geld noch mit guten Worten war einer der Bewohner der nahegelegenen Dörfer dazu zu bringen, mich dorthin zu begleiten. Also folge ich jetzt dem Weißfluss. Mögen die Götter mir beistehen. Ich hoffe, die Geschichten sind nicht wahr. Warum ist er überhaupt hier rein? Warum? Das hat er ja irgendwo geschrieben, ne? Nö, steht hier überhaupt nicht drin. Ich habe gedacht, das hätte ich hier irgendwo überflogen. Aber nee, er ist ein Fischer, der hier aus irgendeinem Grund reingegangen ist. Okay. Wenn es ihm Spaß macht. Wer hat dich denn hier aufgeregt? Das waren doch keine Geister. Oh, ging es eigentlich bei der Asura-Quest nochmal? Irgendjemand hat doch ein... Ach, wegen dem schwarzen Seelenstein, ne? Ich guck mal noch ganz kurz nochmal hier der schwarze Stern. Nelaka hat mir erzählt, dass sein alter Mentor Marlin Warin Experimente an Asuras Stern durchgeführt hat. Marlins letzte bekannte Position ist Ilinaltas Tiefe, an der Küste des Ilinaltas Sees. Ist jetzt kurz zusammengefasst. Soweit ich weiß, wurde er von Asura bestraft. Oder sowas in der Art. Doch Leute, er wollte doch irgendwie... Ich weiß gar nicht, was er genau gemacht hat. Sieht aber schon nett aus hier. Er wollte irgendwie... Ein Totenschädel. Einer. Wenn ich mich recht erinnere, wollte doch irgendwie einen unendlichen schwarzen Seelenstein machen, oder? Ah, ein Skelett. Oh nein, ein Skelett. Oh, ein Daniel. Zaubertrank des Heilers. Wiederherstellungszauber sind für 60 Sekunden um 20% stärker. Kann ich gerade brauchen. Denn ich muss mich heilen. Ah, ein afrikanischer Mirakelbarsch.
Ja, den kannst du ruhig essen. Macht anfällig für Frost. Oh, Lachsbraten. Nochmal Lachsbraten. Sehr schön. Backkartoffel. Auch gut. Was? Steinhuscher, ey. Naja. Im Schneebären. Immerhin. Ein wenig Wein, eine Laterne. Schade, dass man die nicht ausrüsten kann. Die Stadt der Steine, dunkelste Dunkelheit, bla 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 bla. Was haben wir hier? Das ist Zufallsfeder. Da, 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 da. Da ist alles. Ein leerer Sack. Seelensteinfragment. Ich weiß immer nicht, wozu man die überhaupt braucht. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Kann man daraus irgendwie Seelensteine machen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist einfach nur Müll, den man verkaufen kann. Ah ja, hier noch. Zaubertrank der Heilung, Zaubertrank der starken Magiker, menschliches Herz. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Ah, die Last der Toten lastet auf mir. Hä? Ach Mann, ey, immer dieses, du trägst so viel und kannst nicht rennen. Weil ich immer irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwas trage ich bei mir, das das Gewicht extrem erhöht. So. Ich wünsche, es gibt Rucksäcke. Oder Taschen, die man tragen kann. Menschliches Herz. Ah. Jetzt habe ich eigentlich das Rockknochen hier mitgenommen. Brauche ich überhaupt nicht. Bringt mir gar nichts. Kann ich ranlegen, oder? Ring von Hyssine. Bringt ja gar nichts. Scheiße. Bin noch überlastet, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das? Was ist denn da? Was zur Hölle ist denn da so extrem schwer? Wie kommen denn die 215 zustande? Ganz ehrlich. Ist das nur die Rüstung? Kann das sein? Brauche ich da irgendwie Perk erstmal für? Schwere Rüstung wahrscheinlich. Na, hier. Wahrscheinlich hier. Eine schwere Rüstung wiegt nichts und verlangsamt dich nicht, wenn sie getragen wird. Ja, wahrscheinlich. Ja, gut, ich könnte jetzt die ganze Zeit so weiterlaufen, aber das bringt ja nichts. Das ist doch scheiße. Da, das Buch. Kann ich halt nichts aufheben. Aber ist halt so. Bin halt total überlastet.